Einen wunderschönen guten Tag zur neuen Schachgeschichte und diesmal möchte ich euch einen Schachspieler aus Frankreich vorstellen. Nachdem ich in der letzten Folge ja auch schon ein bisschen was über Frankreich erzählt habe, komme ich jetzt zu einem der größten Schachspieler des 18. Jahrhunderts. Ja, immer noch ist er einer der größten Schachspieler, er hat sehr viel gemacht und sehr viel herausgefunden, was Schachspielern aus der ganzen Welt noch heute hilft. Und die Rede ist von François-André Danica Philidor. Unter anderem bekannt wegen der Philidor-Verteidigung oder seiner Analyse Turmläufer gegen Turm, das Endspiel, das ich auch gleich zeigen möchte. Und jetzt aber zum Anfang erstmal kurz auf die Philidor-Verteidigung, auch wenn sie nachher nochmal in der Beispielpartie gezeigt wird, die ich mitgebracht habe oder vorbereitet habe. Dort wurde doch ein bisschen anders gespielt. Deswegen hier nochmal die Hauptvarianten: E4, E5, Springer F3 und D6. D6 war Philidors Lieblingszug, da er sagte, die Springer, die lasse ich noch hinten drinne, die bringe ich noch nicht vor die Bauern, da diese nur die Entwicklung der Bauern stören und die Formation dieser dann auch beeinträchtigen. Deswegen sagt er sich, lieber D6 und die Bauern erst entwickeln und dann mit den leichten Figuren oder erst den Läufer, dann den Springer sich so entwickeln. So, wenn Weiß passiv spielt, dann spielt der Springer C3, wie hier angezeigt. Springer C3 und es folgt dann sofort F5 und Schwarz hat schon Gegenangriff. Der normale Zug hier ist D4, was man spielen könnte, ist dann auch F5 und hier entwickelt sich dann eine sehr scharfe Variante. Schwarz opfert einen Bauern, hat jetzt zeitweise sogar zwei Nachteile, aber er hat auch einige Tempi und Läufer D6 ist möglich, schlägt der Computer vor, oder Läufer C5 meine ich, um den Springer dann irgendwann hier auf F2 zu positionieren. Es ist alles möglich, auf jeden Fall sollte Schwarz hier einige Möglichkeiten haben, auch wenn Spieler wie Siegbert Tarasch, den ich bestimmt irgendwann auch nochmal vorstelle, in dieser Position gesagt, das ist ziemlich leicht zu widerlegen. D4 und eigentlich sollte die Philidor-Verteidigung denn nicht zu gewinnen sein für Schwarz. Weiß sollte immer einen soliden Vorteil davon tragen. Das ist aber natürlich Geschmackssache, der Tarasch hatte seine eigenen Varianten dafür. Und jetzt baue ich schnell kurz auf und zeige euch das Endspiel Turmläufer gegen Turm. Bis gleich. Und da bin ich wieder, hier mit der angesprochenen Stellung und wie Philidor hier herausfand. Wenn Weiß am Zug ist, gewinnt dieser in dieser Stellung. So, und der erste Schritt in die richtige Richtung ist Turm C8. Schach. Und nach Turm C7 hat Weiß die wichtige siebte Reihe im Griff und Schwarz muss jetzt entscheiden, wo sein Turm denn am besten hinkommt. Turm D3 ist mit Abstand die Variante, die am schnellsten verliert. Turm E7, König F8, Turm A7 und es droht schon matt auf H8. Die einzige Möglichkeit, das noch abzuwenden, ist das Turmopfer auf G3, aber danach hat Schwarz natürlich verloren. Eine weitere Möglichkeit, das wollte ich noch nicht zeigen, ist Turm D1, einen Schritt weiter als gezeigt eben. Und hier ist der Gewinnweg etwas länger, denn nach Läufer C3, Turm D3, der Turm wird auf die dritte Reihe gezwungen, denn wir gehen einen Schritt zurück, wo soll der Turm denn jetzt noch hingehen? Das einzige Feld, das er hat, ist wirklich das hier, alle anderen sind besetzt. Und sollte der Turm wirklich nach D8 gehen, schwingt der weiße Turm nach H7. Und droht matt auf H8. Deswegen ist Turm D3 die einzige Möglichkeit, das Spiel etwas hinauszuzögern. Läufer F6 droht Turm C8 Schach. Muss Schwarz jetzt also verhindern mit Turm E3 Schach. Läufer E5. Das heißt, Weiß hat dann Tempi gewonnen. Und Schwarz muss zurück das Feld D8 überdecken. Jetzt kommt aber das Zwischenschach.
Und der Weiße König muss sich entscheiden, ob er nach F8 oder nach D8 gehen möchte. Nach F8 folgt wieder H7 mit Matt in wenigen Zügen auf H8. So, deswegen D8, das hatten wir noch nicht. Trotzdem schwingt der Turm nach G7, droht wieder Matt. Der König muss weiter nach links. Turm 7-7 Schach. Nach B8 möchte der schwarze König jetzt nicht wegen dem Abzug und dem Turmverlust. Deswegen muss er zurück nach D8. Und jetzt kommt Weiß auf die wichtige vierte Reihe. Und er kann demnächst nach H4 schwenken. Und das Spiel ist vorbei. Nach Turm E3 und Turm B4 gewinnt Weiß, natürlich. Schwarz muss den Turm wieder opfern. Statt Turm E3 könnte auch Turm B3 spielen. Aber selbst dann folgt Läufer F6 immer. Oder Turm A3 ist auch egal. Läufer F6, Schach und im nächsten Zug wird er dann matt gesetzt, weil der König ziehen muss. Die letzte Möglichkeit für Weiß und die am zähesten ist, ist den Turm auf D2 zu ziehen. Weiß macht einen Zwischenzug und jetzt haben wir schon wieder die Stellung, dass der Turm auf der ersten Reihe steht. Und jetzt wird das Programm einfach nur abgespult. Turm G7, der Turm wird wieder auf die andere Seite geholt. Schwarz muss reagieren und das Matt verhindern. Läufer G3 zwingt den Turm auf die dritte Reihe. Läufer D6 droht wieder matt. Turm E3 Schach. Weiß gewinnt hier also ein Tempo. Schwarz muss wieder zurück. Und jetzt kommt das wichtige Zwischenschach auf. E7. Der König muss sich entscheiden. König D8 ist am schnellsten vorbei, denn nach Turm B7 hat Schwarz das Spiel verloren, denn auf C3 kommt er nicht. Deswegen muss der schwarze Turm auf die dritte Reihe. Das Feld dort, C3, ist vom Läufer überdeckt und Schwarz hat verloren. Auch hier, König F8 ist zäher. Es folgt trotzdem Turm C7, König G8, Turm G7. H8 möchte er natürlich wieder vermeiden. Und hier, Turm G4. Weiß ist wieder auf der vierten Reihe. Und in dieser Stellung gewinnt er natürlich. Turm A3 ist natürlich auch hier nicht korrekt. Oder was ist in der Stellung schon korrekt? Hier ist alles verloren. Läufer D6, Schach und im nächsten Zug folgt auch hier das Matt. So, das war jetzt die Stellung, die von Philidor analysiert wurde und gezeigt wurde, dass diese zu gewinnen ist. Jetzt baue ich noch schnell das Brett wieder auf und zeige euch eine klasse Partie von Philidor. Bis gleich. Und hier eine Partie von Philidor aus seinem Buch Analyse du jeu des échecs, was von mir schon erwähnt wurde. Es ist selbst von Philidor analysiert worden und er spielte mit Schwarz. All das geschah 1749 gegen einen unbekannten Gegner. Und hier hat dieser unbekannte Gegner mit E4 eröffnet. Und natürlich spielt Philidor E5 dagegen, Springer F3, D6, seine eigene Variante halt, um die Bauernentwicklung voranzubringen und die Springer noch etwas zurückzuhalten, damit diese die Bauern nicht behindern. Läufer C4. Das hatte ich vorhin noch nicht gezeigt. Trotzdem F5 und Schwarz geht schon auf Gegenangriff. Weiß tauscht hier nicht ab, sondern verteidigt seinen E-Bauern mit D3. Nach C6 baut Schwarz langsam sein Zentrum weiter aus. E schlägt F5, Läufer schlägt F5, Läufer G5, sagt der Dame mal kurz Hallo, aber natürlich ist das keine weitere Gefahr. Und jetzt sehen wir schon, Schwarz hat ein mächtiges Zentrum und Weiß ist ein bisschen komisch aus der Öffnung gekommen. Natürlich muss Weiß noch aufpassen, Schwarz aufpassen, wenn er irgendwann die Rochade macht und dass dieser Läufer diese Diagonale auf A2 und G8 besitzt und da eventuell Schachs kommen oder Drohungen, die unangenehm werden können. Deswegen, darauf muss er immer noch Acht geben, aber sonst ist sein Zentrum sehr stabil. Und mit Läufer D6 hat er dieses nochmal verteidigt.
So, Dame E2 folgt jetzt. Das ist einfach nur ein Zug, um einen weiteren Zug von Schwarz abzuwarten, um zu schauen, um dann zu schauen, ob man die kleine oder die große Rochade spielen möchte. Aber auch hier wartet Schwarz einen ab. Und Weiß entscheidet sich für die kleine Rochade. Schwarz schließt seine Eröffnung ab. Alle Figuren sind jetzt harmonisch entwickelt. Das Zentrum ist stabil. Und Weiß hat schon einige Probleme dagegen anzukommen. So, es folgt Springer H4. Damit möchte er wahrscheinlich Züge wie F4 vorbereiten und natürlich den lästigen Läufer auf F5 abtauschen. Das lässt Schwarz auch zu. Der Läufer ist Geschichte, der Springer auch. Natürlich musste der hier abtauschen, denn wenn er das nicht machen würde und einfach nur auf H6, Läufer H4 und G5 abwarten würde, hätte Weiß kein Gegenspiel am Königsflügel und würde einfach überrannt werden vom Schwarzen. Also, tauscht ab. Und hier öffnet Schwarz seine Linien, um Turm G8 zu spielen und die große Rochade dann zu ermöglichen. Oder jetzt wird klar, Schwarz hat es auf den Königsflügel abgesehen. Ist ja auch in Ordnung, denn E4 könnte folgen, öffnet die Diagonale dann für den Läufer auf H2. Der Turm kommt, fährt doppelt zum Beispiel die Türme. Und dann gucken sie schon zusammen auf diesen Bauern. Bei G3 kommt dann H5, H4 und hebelt diesen Bauern bei Gelegenheit aus. Also es gibt zahlreiche Möglichkeiten, hier gegen die Königsfestung von Weiß anzukommen. F5 wird gespielt, F4 und die Dame zieht zurück auf G6. Nimmt und Turm F3 möchte die Türme verdoppeln und etwas Gegenspiel zu erreichen, aber jetzt beginnt Schwarz schon mit seiner Attacke auf den Königsflügel. Das gibt der Dame ein paar Felder, ein paar mehr auf H6 und H7 hat sie jetzt zwei mehr Felder, um dann besser ausweichen zu können, wenn der Turm auf G3 kommen sollte. Turm A1, jetzt werden die Türme verdoppelt und Schwarz bringt sicherheitshalber mal seinen König hinter die Bauern. C4 wird gespielt und jetzt ein brillanter Zug von Philidor E4. Opfert einen Bauern. Aber dafür bekommt er halt diese offene Diagonale, das Feld für seinen Springer. Und in nächster Zeit wird dann auch die Linie für den Turm geöffnet. Also ein Bauernopfer mit Kompensation. Natürlich nimmt Weiß. Und natürlich nimmt Schwarz auch hier nichts raus. Denn der Bauer macht da einen Stunk und verhindert ein bisschen die Koordination der weißen Figuren. Läufer C2, Springer F5 verhindert erstmal den Zug E5 und dann eventuelle Drohung mit dem Läufer auf der Diagonale mit der Dame. Und außerdem ist der Turm angegriffen. Turm F6. Konsequent gespielt. Die Dame muss sich jetzt entscheiden. Wird zurückgedrängt ein bisschen. Und jetzt ist die Linie verdreifacht sozusagen. Und außerdem droht das Schach auf F5, was in der Folge auch noch wichtig sein wird. Denn hier die Gabel. Und schon sieht man, es ist schon sehr wichtig gewesen, dass Weiß hier das Feld zum Schach hat. Und hier die Fesselung mit dem Turm angeht und es droht C5 und der Turm wäre dann weg. Aber natürlich kann Weiß auch das hier leicht verhindern. Zack, zack. Und man sieht, Weiß hat jetzt die Qualität weniger. Dafür ein Bauern und die Leichtfigur gegen einen Turm. Und das sollte jetzt eigentlich im Normalfall gut gewonnen sein für Schwarz. So, und jetzt sehen wir schon Turm D2 und hier gab
weist denn auf, denn auf Züge wie Löffel 3 folgt, denn Turm G2 und Schwarz würde einfach alle Bauern hier absammeln, später den Läufer abtauschen gegen einen Turm und in ein gewonnenes Turmenspiel überführen. Außerdem ist der Bauer auf H5 wichtig und wird das Spiel dann entscheiden. So, das war's mit meiner kleinen Vorstellung von Philidor. Nächstes Mal geht's weiter, wahrscheinlich auch mit einem französischen Schachspieler, der ebenfalls das Schachspiel geprägt hat in seiner Zeit. Wir sehen uns bis dahin. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei der Folge und beim Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.